Die Struktur des Großreichs unserer Ahnen. Das gesellschaftliche System der Russen und Arier war ganz anders als das moderne Gesellschaftssystem. Russen und Arier lebten in einem Großreich. Jetzt gibt es auch den Begriff Großreich. Er ist jedoch verfälscht worden. Zitat aus dem Wörterbuch von S.I. Olgaschow: Großes, starkes Land. Die größten Staaten, die das große wirtschaftliche und militärische Potenzial haben und die Führerrolle in der Weltpolitik und internationalen Beziehungen zu spielen. Zitat Ende. Als Großmacht bezeichnet man einen wirtschaftlich und militärisch mächtigen Staat, der seine nahen Nachbarn beeinflussen kann. Deswegen befinden sich Menschen, die sich mit dem Staat befassen, in einem trügerischen Koordinatensystem. So können sie weder Kenntnisse haben noch Nutzen, welche in Wirklichkeit nötig sind, damit eine moderne Gesellschaft aufgebaut werden kann. Das Wissen über den Aufbau einer Großmacht, in denen unsere Ahnen lebten, ermöglichte dies. Diese Verwaltung hatte andere Aufgaben als die der heutigen Staaten. Sie war keine Herrschaft. Die Macht als Zwangsapparat kam erst mit dem Aufkommen der Staaten. Im Grunde nach den Geboten der hellen Götter, der großen Ahnen und nach der Stammesordnung und den Grundsätzen der Gemeinde. Sie bildeten keine Machtstrukturen. Im Großreich gab es weder Pharaonen, noch Kaiser, noch Zaren. Die Verwaltungsaufgabe im Großreich erfüllte die Runde, der Kreis. Den Großreichplan erfüllte der Großreichkreis. Auf der regionalen Ebene waren es Dorfkreise oder Dorfräte. In der Basis erfüllten dies Stammesgemeinden oder territoriale Gemeinden. Sie wählten jedoch ihre eigenen Kreise oder Gemeinderäte. Jeder dieser Kreise erarbeitete die Regeln des gemeinsamen Lebens und der Arbeitsaufgaben der Gemeinde, des Dorfes und des Großreichs im Gesamten, die für die jeweilige Verwaltungsebene notwendig waren. So gab es auch keine Erfordernis, dass eine Person allein bestimmt. Wie die Vergangenheit im Prinzip aufzeigt, kam es dort, wo auch immer sich autoritäre Regierungssysteme überhaupt bildeten, dass die Erbmacht früher oder später in einer Sackgasse landete. Und das alleine deswegen, weil es keine Vererbung der Fähigkeiten von Machthabern geben kann. Sie konnten es weder damals vererben, noch ist es heute möglich. Unsere Ahnen kannten diese Regel sehr gut und vermieden es, dass man einzelne Personen die Verwaltung einer Gemeinde anvertraute, geschweige denn die Verantwortung des Großreichs oder der Gesellschaft. Solch eine Selbstverwaltung, besser gesagt, so ein eigenständiges Großreich, wurde in erster Linie durch das tiefe Verständnis der vedischen göttlichen Natur des Menschen möglich. Folglich durch die Einheit der Rasa. Heute fehlt solch ein Verständnis. Unsere Welt ist in 193 Staaten, 2500 Nationen, 6809 Dialekte aufgeteilt. Bei solch einer Trennung kann man sich kaum noch eine andere Daseinsordnung als die aktuelle vorstellen.
Kürzlich erzeugten Differenzen religiöser und wissenschaftlicher Vorstellungen über den Weltenaufbau hindert uns an einer Verständigung. Das Werkzeug der Weltensteuerung ist Kapital, welches Menschen davon fernhält, dass sie ihre Bestimmung leben und sie in den Bereich der Laster stößt. Oft erniedrigt das den Menschen tiefer als ein animalisches Dasein. Es besteht jedoch Hoffnung. Unsere Erde erinnert sich noch an die Zeit, bevor sich das Bewusstsein ganzer Völker innerhalb kürzester Zeit veränderte. Für den Anfang muss man erwachen und begreifen, dass es den Schein, also das, was man uns als Sichtweise beigebracht hat, und die Wirklichkeit gibt. Wenn man die Verschiedenheit erkannt hat, muss man seine Wahl treffen. Wählt man den Schein, dann vergisst man alles. Man vergisst sogar sich selbst. Oder man heilt sich selbst und weckt so auch die Angehörigen. Dafür sind weder Kriege noch Revolten oder ein Aufruhr der Massen nötig. Dafür braucht man den Willen und die Stammeserfahrung der Ahnen.